Das Siegburger Restaurant Medo verbindet historisches Ambiente mit mediterranen Speisen. In idyllischer Lage direkt am Mühlengraben haben unsere Besucher einen guten Blick auf die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Eine anspruchsvolle Gastronomie, die in ihrer Vielfalt eine erstklassige Küche bietet, entführt ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeeres. Unsere reichhaltige Speisekarte der türkisch-mediterranen Küche bietet Ihnen schmackhafte Grill- und Pfannengerichte, Fisch- und Lammspezialitäten ebenso wie vegetarische Speisen und leckere Desserts. Genießen Sie bei uns dieses einzigartige mediterrane Flair. Das Medo-Team freut sich auf Ihren Besuch. Meinen Eltern. Ellen Thiemann im Zeitzeugengespräch in Siegburg. Der temperamentvollen, schick gekleideten und fesselnd erzählenden Frau Mitte 70 auf der Aulabühne sieht niemand ein fast zweieinhalbjähriges Martyrium an. Anderthalb Stunden erzählt sie frei und unverschnörkelt von den ersten Versuchen der Stasi, Einblick in die Privatsphäre der Familie zu gewinnen, bis zur perfiden Totalüberwachung mit zermürbenden Folterpraktiken durch Schlafentzug und Drogen. 17 Millionen Einwohner, 189.000 inoffizielle Mitarbeiter. Die Stasi war Inbegriff für die DDR-Diktatur. Jeder gegen jeden. Keiner konnte sicher sein, nicht mal in den eigenen vier Wänden. Die Macht des Regimes war total. In der Reihe Zeitzeugengespräche war Ellen Thiemann am Anno-Gymnasium in Siegburg zu Gast. Sie erreichte die Jugendlichen mit dem authentischen Bericht über ihr Leben in der DDR, ihre Verurteilung und Haft im Stasi-Gefängnis und die Jahre im Westen, in denen die Stasi-Spitze immer noch allgegenwärtig sind. Am 13. August 1961 erlebt die Journalistin in Ost-Berlin den Mauerbau und bleibt wegen ihres Säuglings und der Karriere des Mannes, er ist Fußballtrainer bei Dynamo Berlin, in der DDR. Als ihr Sohn 1971 in der Schule ausgefragt, bespitzelt und drangsaliert wird, planen die Eltern die Flucht. Für die Zuhörer spürbar ist das Entsetzen, mit dem Ellen Thiemann den heimtückischen Einzug der Stasi-Mitbewohner in ihr Heim schildert, als ihr Fernsehgerät angeblich repariert werden muss. Wir haben per Telefon Monteure angerufen, nicht klar darüber nachgedacht, dass das Telefon hier abgehört wird. Und da schickten sie uns, was sich später dann herausgestellt hat, keine normalen Monteure kamen da an, sondern es waren Stasi-Monteure. Und an dem Tag im Juni haben die uns in den Fernseher ein Abhörgerät eingebaut. So muss die Flucht am 29. Dezember 1972 scheitern, da die Kader längst in die Fluchtdetails eingeweiht sind. Um den Sohn vor einer Zwangsadoption zu schützen, entlastet die Mutter den Ehemann, erklärt sich als allein schuldig. Sie erlebt schwere Folter, Hunger und Schlafentzug. Der Gedanke an ihr Kind, dem sie bei guter Führung alle Vierteljahre einen Brief schreiben darf, hält sie am Leben. Erst nach ihrer Entlassung im Mai 1975 aus dem Frauengefängnis Hoheneck und der Übersiedlung mit dem Sohn in den Westen erfährt sie die bittere Wahrheit. Der Verräter ist ihr eigener Mann, im Mielke-Ministerium geführt als IM Matthias. Um einer Verharmlosung der kommunistischen Diktatur entgegenzuwirken, klärt die Journalistin bis heute auf, in Reportagen, Zeitzeugengesprächen und in ihren Büchern.